Ja, und ich freue mich sehr, heute wieder, muss ich sagen, bei Udo Walz zu sein, der mir die Ehre gibt, mich zu empfangen. Hallo Udo Walz. Hallo, ich freue mich, dass du hier bist. Schön, mit dass Ehre ich da sein hat das darf. Nichts zu tun. Ich fühle mich geehrt. Ach, naja, das doch, ist ja. Doch. Also ich bin einer der glücklichen Menschen auf diesem Planet. Ja. Ich sage immer, man muss in Demut leben, man muss sich so behandeln, wie man andere Leute auch behandelt. Mir geht es sehr gut. Und ich sage immer, solange ich morgens aufstehen kann, mich alleine anziehen kann, keinen Rollator brauche oder Rollstuhl, bin ich begeistert. Also ich arbeite von morgens 9:30 bis abends 5:30. Ja. Da gehe ich nach Hause, spiele mit meinen Hunden und dann liebe ich es, mit Freunden in ein schönes Restaurant zu gehen, schönes Hefeweizen trinken, schöne Unterhaltung, schöne Diskussion. Und ich gehe nach Hause so 10:30, dann gucke ich noch ein bisschen fern und schlafe mit offenem Mund ein. Dauerhaft. Ja. Also ich bin Fan von zum Beispiel von Sabine Christiansen. Mhm. Ich bin Fan von meinem Partner, von Carsten. Ich bin sogar Fan von meiner Haushälterin, die 40 Jahre bei mir ist. Wen würde ich gerne? Ich kenne fast alle. Ich habe Gwyneth Paltrow, Julian Moore kennengelernt und wir sind gut bekannt, auch Linda Evangelista. Ich hatte Glück. Marlene Dietrich hat dich eingeladen, ins Hotel zu gehen. Das war meine erste, ja. Ja, Rock Hudson hat dich zum Drink eingeladen. Habe ich abgelehnt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Aber was ist der Schmelz? Was ist das spezielle Udo Walz-Ding? Kann man selber was nicht. Was machst du mit den Leuten? Gar nichts. Aber ich bin kein Geheimnisträger und frage nie irgendwas nach. Ich gebe auch keinen Rat, weil dann bin ich der Doofe, wenn ich sage, mach das und das. Und auch wenn zum Beispiel Freundinnen und Freunde sich trennen wollen, sage ich nicht das und das. Ich erteile keine Partei. Ja. Also ich bin neutral. Ich kann höchstens sagen, ich würde es so machen, aber hör nicht auf mich. Ich hätte gedacht, okay, ein Friseur lebt davon, aber was? Zu plaudern, Ratschläge zu erteilen, die Leute, die Geschichten aus dem privaten Umfeld und so. Also ich bin bekannt dafür, dass ich, wenn ich Haare schneiden, nicht reden will. Ich bin maulfaul. Ach, ja. Und das verzeihen dir die Leute? Das müssen sie. Ja. Muss ja nur der kommen, der will. Aha, genau. Ne? Wer macht dich nervös? Also, nervös machen mich Leute, die dumm sind. Ach so. Ich finde, dumme Leute sind gefährlich. Mhm. Das wissen die nicht. Aber ich finde, und Leute, die so im Zugzwang stehen, erfolgreich zu werden, also das macht mich nervös. Es kommt dann jemand, der gerade die Oscars gewonnen hat, eine tolle Frau, sagen wir mal Julianne Moore oder so. Ja, die habe ich schon frisiert. Ja, und dann kommt die rein und dann setzt du die auf den Stuhl. Und dann machst du ganz normal, dann fängst du an zu arbeiten. Wie bei Frau Müller-Meyer-Weber. Was du auch tust. Ja. Also du frisierst nicht nur Stars. Nein, das ist immer so schrecklich. Die Presse macht das immer. Jeder, der sich anmeldet, kriegt bei mir einen Termin. Ach. Freitags, samstags kommen die Leute angereist. Mhm. Die weiteste kommt alle Vierteljahre aus Ohio. Okay. Und ich empfehle in New York einen Friseur, sagt sie, nee, ich komme zu Ihnen. Die kommen morgens eingeflogen und fliegt abends wieder zurück. Jetzt kommen jetzt Leute rein. Bewertest du die Leute anhand ihres Erscheinungsbildes? Ich bewerte Frauen, wie sie sich bewegt, wie sie eine Allüre hat, wie sie so spricht. Die Allüre, Die Allüre ist bei mir wichtig. Ja, genau. Und das ist dann sympathisch? Ja. Und dann gibt es aber auch Frauen, die kommen hier rein, wollen von Udo Walz bedient werden, die sind dir aber unsympathisch. Gibt's das? Ja, wenn jemand mir unsympathisch ist, gebe ich es dem Kollegen ab. Oh. Also in Berlin könnte man im Jogginganzug zum Abendessen gehen. Hat auch einen Vorteil, ist Weltstadt und die Leute, das interessiert die in Berlin nicht. Also ich glaube, München und Düsseldorf sind die Menschen, ich sag mal, korrekter angezogen. Ja. Und was gefällt dir besser? Mir gefällt korrekt besser. Aha. Also ich finde schon schöne Frau mit einer schönen Tasche, mit schönen Schuhen oder schönes Kostüm, finde ich schon gut. Ja, haben Frauen zu homosexuellen Modeschöpfern und Friseuren mehr Vertrauen? Na, ich glaube, dass homosexuelle Modeschöpfer oder Friseure, dass die besser zuhören. Und Frauen lieben ja oft, wenn... Ja, heterosexuelle Männer hören ja gar nicht zu. Das ist ein bisschen wenig, das stimmt schon. Ja. Es sei denn, sie werden dafür bezahlt. Ja. Ja. Das Alter. Das Alter, da muss man tapfer werden. Ja. Je älter man wird, also meine Mutter hat immer gesagt,
genieße deine Jugend. Da habe ich gesagt, alles ist gut und schwupp werde ich jetzt 72. Ich finde es eine Unverschämtheit. Ja. Ich habe auch schreckliche Angst vor dem Tod. Ich möchte ganz lange leben, weil ich ein schönes Leben habe. Ich finde es schade, ich bin nicht gläubig, weil ich glaube, gläubige Menschen haben es leichter. Ich finde ab einem gewissen Alter, auch bei Männern, wenn die sich die Haare färben, das macht lächerlich. Das erinnert mich an Tod in Venedig, wie der am Strand und die Farbe runterläuft. Mhm. Das macht auch nicht jünger. Eine Frau, die klassisch angezogen ist und wenig Make-up hat, das macht sie jünger. Das ist einfach ein Grundgesetz. Ich mache schon 35 Jahre erfolglos Diät. Furchtbar. Ich wäre gerne dünner, weil dünner macht einfach jünger, glaube ich. Aber das ist auch Geschmackssache. Ich habe einen Freund, der ist so dick, der fühlt sich sehr wohl. Ich sage immer, jeder wie er will. Ich wäre gerne dünn. Und auch das Nachtleben. Also ich entnehme deiner Rede, dass du nicht der Mann bist, der abends in der Paris-Bar eben nichts mehr isst wegen der Linie, sondern du machst es anders. Ich esse in der Paris-Bar die beste Sitzung. Jetzt mache ich Werbung. Ich trinke gern Weizenbier oder Schorle, Weißweinschorle. Und wenn es mal was ganz Abend ist zum Zelebrieren, trinken wir eine schöne Flasche Rotwein. Aber gut, ich finde, mit 72 muss ich mich jetzt nicht im Schönheitswettbewerb anmelden. Also das reicht ja so. Ja. Das Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist, das Leben ist keine Generalprobe. Es ist, wie es ist. Da muss man nicht mehr diskutieren. Und viele Leute vergessen, dass das keine Generalprobe ist. Die denken, es kommt die Premiere. Die kommt nicht, die ist immer da. Also Lebensmotto Udo Walz ist, wie es ist. Das Leben ist keine Generalprobe. Und damit ist ja alles gesagt. Ne? Ich muss natürlich noch die Frage stellen nach unserer aller Chefin Angela Merkel, die ja herkommt. Man darf nicht drüber reden. Sie hat es nicht gerne. Sie hat es nicht gerne. Also lassen wir es. Frau M. Und wie muss ich mir das vorstellen? Das darf man gar nicht besprechen wahrscheinlich. Ne? Oder? Ja. Frau M. kommt rein. Ja. Keiner darf sie ansprechen. Sie muss sich hier entspannen. Ja. Und wenn sie fertig ist, sagt sie vielen Dank, auf Wiedersehen. Geht ganz schnell. Ach, zackebums. Effektiv. Ja. Und wie hält diese Frisur so lang? Naja, sie hat eine Kollegin von mir, die sie jeden Tag, wenn sie Fernsehauftritte hat, föhnt und ihr auch ein leichtes Make-up macht. Ich bin wegen Frau M. oder Frau Merkel in dem Fall in die CDU eingetreten. In die CDU? Mhm. Als progressiver Berliner Homosexueller? Ja. Das ist aber sie ist dagegen. Irgendwie war sie dagegen oder so, Frau Merkel. Ernsthaft? Mhm. Aber jeder kann ja machen, was er will. Ja, genau. Ich danke sehr für unsere Konversation, Udo Walz. Es hat mich sehr gefreut, Monsieur. Hat mich sehr gefreut, eine große Ehre. Ja, ja. Ehre lassen Dankeschön. Wir weg. Also ich finde, wenn Sie sagen, es war schön, hier zu sein, bin ich begeistert. Herzlichen Dank. Vielen Dank.